Ja, hallo und willkommen zum Thema Vorbereitet sein auf OCS 5.0. In diesem Vortrag gebe ich Ihnen einen Überblick über die technischen Änderungen, die OCS 5 mit sich bringt. Mein Name ist Arvid Regwarte. Ich bin seit über 10 Jahren bei Univention tätig als Open Source Entwickler. Fangen wir mal bei dem Fundament an. In OCS 5 haben wir so viele Änderungen an den Grundlagen gemacht, wie wahrscheinlich an keinem anderen OCS-Release. Meine Erinnerung geht zurück bis zum Release 2.3 ungefähr. Also die 3.0 war schon ganz groß, aber in 5 haben wir sehr viel an den Grundlagen geändert. OCS 5 basiert auf Debian 10, Codename Buster. Ein Großteil des Univention Python Codes läuft jetzt mit Python 3. Wir haben die Struktur des Paketrepositories modernisiert und werden OCS 5 mit der aktuellen Samba-Version veröffentlichen. Darüber hinaus haben wir einige alte Zöpfe abgeschnitten, um die Hände frei zu bekommen für zukünftige Entwicklungen. Auf diese Punkte werde ich jetzt genauer eingehen. Auch hinter den Fassaden haben wir strukturelle Verbesserungen vorgenommen. Die neue Implementierung des Portals setzt auf ein modulareres Konzept, ermöglicht mehrere Portalinstanzen auf einem UCS zu hosten, zum Beispiel für unterschiedliche Zielgruppen. Sie bietet verschiedene Potenziale. Zum einen ist dort angedacht, die Separierung des Portals vom UMC-Server, also sprich das Betreiben auf unterschiedlichen Systemen. Zum Zweiten kann das Portal sich per OpenID Connect authentisieren, beziehungsweise kann den Benutzer per OpenID Connect authentisieren. Und nicht zuletzt ist die Vorstellung, dass wir auch die UMC-Module in das Portal einbetten werden können. Vielleicht kurz zu den abgeschnittenen Zöpfen. Wie schon öffentlich angekündigt, werden wir OCS 5 nur für die AMD 64-Architektur bereitstellen. Das heißt, ein 32-Bit-Master muss vor dem Update auf 64-Bit migriert werden. Das ist zum Beispiel über eine Swing-Migration möglich, indem man einen 64-Bit-DC-Backup da rein joint und dann den Master damit ablöst. Wir trennen uns auch von mehreren kleineren Komponenten. Als Beispiele möchte ich hier nennen Java, also Univention Java, Univention Bakula als Backup-Lösung, weil es dort bessere Lösungen im App Center gibt. Eine der Apps, von denen wir uns, oder eine der Komponenten, von denen wir uns schweren Herzens verabschieden, ist der Univention Virtual Machine Manager, also sprich die grafische Benutzeroberfläche, um virtuelle Maschinen zu starten, zu snapshotten und so weiter. Dann werden wir einzelne Apps nicht mehr weiter verfolgen oder die Pflege nicht mehr weiter verfolgen. Das eine ist der Horde Webmailer. Dann haben wir dort die App XRDP für Remote-Zugriff auf Windows-Systeme zum Beispiel, den KDE-Desktop sowie Nagios. Nagios wird abgelöst durch eine Kombination aus Grafana, Prometheus und Alert Manager, mit dem Ziel, dass wir das Monitoring in das UCS Dashboard integrieren und um das Alerting erweitern. Der Bau von UCS 5 hielt eine Reihe von technischen Herausforderungen für uns bereit. Als erstes das Update auf Python 3.
unter Berücksichtigung der Kompatibilität zu UCS4.4-Systemen, die in die Domäne gejoint sind. Als zweites steckten wir viel Zeit in die Änderungen der Paket-Repository-Struktur, die unter anderem eine bessere Performance beim Update von Paketen und beim Herunterladen von Paketlisten bringt. Als dritten Punkt möchte ich nennen, also als dritte Challenge, ist der Fokuswechsel, der durch die Pandemie, den wir in der Pandemie erlebt haben. Schulen melden zum Beispiel, wie Ingo Stoiber auch schon sagte, einen erhöhten Bedarf an Remote-Arbeit über die Portal-Apps statt klassisch über On-Premise-Windows-Clients. Dafür waren einige Performance- und Skalierungsänderungen notwendig, wie von Nico und Ingo schon gesagt. Das bindet natürlich auch Entwicklerressourcen. Ich gehe hier mal auf den ersten Punkt ein. UCS 5 läuft jetzt primär auf Python 3.7. Das heißt, das umfasst die Basismodule, Univention Config Registry und UDM-Module, sowie alle primären Dienste, die OMC, die Konnektoren und das App Center. Dabei wird die Kompatibilität, wie gesagt, gewahrt zu UCS 4.4-Systemen. Das stellt eine Herausforderung dar, weil wir über das LDAP UDM-Erweiterungen verteilen, die in der Domäne installiert werden, also sprich Python-Programmcode. Das sind UDM-Module, UDM-Syntax-Erweiterungen und UDM-Hooks. Darauf werde ich weiter eingehen, was das bedeutet. Für den sanften Übergang wird Python 2.7 unterstützt, wo das technisch möglich ist. Zum Beispiel bei Python Samba ist das nicht möglich, weil das Samba-Projekt nur noch Python 3 verwendet. Ich erkläre als erstes mal, was das für ISVs bedeutet. Und auf der nächsten Slide gehe ich darauf ein, was die Python 3-Umstellung für Admins bedeutet, für Administratoren. Vor dem Update muss jede installierte App, die UDM-Erweiterungen verwendet, so angepasst werden, dass sie deklariert, ob sie Python 3 kompatibel ist oder nicht. Das geschieht beim Aufruf des Kommandos UCS Register LDAP Extension über die Option UCS Version End. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ich deklariere, dass meine UDM-Extension Python 3 und Python 2 kompatibel ist, dann kann ich als UCS Version End angeben 5.99. Es wird quasi über die gesamte UCS 5 Release-Familie gültig sein. Wenn mein Modul sich aus irgendwelchen Gründen nicht Python 3 kompatibel gestalten lässt und sei es nur aus Zeitgründen, habe ich die Möglichkeit, UCS Register LDAP Extension mit der Option UCS Version End 4.499 aufzurufen. Dann wissen die UCS 5 Systeme, das ist nicht für mich, aber jemand will das haben, ich lasse es mal im LDAP. Wird keine dieser beiden Varianten verwendet, dann wird das Update blockiert oder aber später der Join eines solchen Systems, der noch irgendwie ein Modul versucht zu registrieren, was nicht diese Option mitliefert. Was auch migriert werden muss auf Python 3, das ist leider unumgänglich, das sind die Listener-Module und die Univention Config Registry Templates. UCR-Templates sind zwar meistens einfach nur Textdateien, in denen eine Variable eingesetzt wird, aber es gibt halt auch kompliziertere UCR-Templates, in denen Python-Code ausgeführt wird. UCR läuft rein mit Python 3 jetzt. Wenn man sich die Listener-Module anschaut, dann ist aus der Erfahrung der letzten Wochen und Monate der Eindruck entstanden, dass die häufigste Anpassung, die man machen muss, im Bereich Encoding und Decoding ist.
Im LDAP sind die Daten aus dem LDAP werden die Daten encoded ausgelesen. Das heißt, sie sind entweder in ASCII oder in UTF-8 encoded. In dem Modul hingegen arbeitet Python 3 standardmäßig mit Unicode Strings. Wenn ich die miteinander versuche zu kombinieren, zu konkatenieren, gibt es ein Traceback. Oder wenn ich die versuche, miteinander zu vergleichen, ist der Vergleich immer falsch. Das heißt, da muss man genau gucken, dass man das richtig macht. Wir werden da vermutlich dann im Entwickler-Guide noch irgendwie eine Passage aufnehmen, die da ein bisschen Hilfestellung liefert. Was bedeutet die Umstellung auf Python 3 für Administratoren? Vor dem Update des Primary Directory Node müssen alle Systeme mindestens UCS 4.4.6 haben. Nicht alle Apps werden am Tag des Releases verfügbar sein. Die meisten Docker-Apps werden aber verfügbar sein, zum Beispiel Nextcloud, OwnCloud, Kupano Connect oder WordPress. Einige Apps werden wir kurz nach dem UCS 5.0 Release noch als Update herausgeben. Das betrifft zum Beispiel UCS School, so wie die Planung im Moment aussieht. Das wären die Änderungen, die sich durch Python 3 ergeben. Gehen wir mal ein Stockwerk höher in dem Gebäude UCS 5. Als eine der häufig installierten UCS-Komponenten gehe ich als nächstes auf Active Directory Domain Control per Samba ein. UCS 5.0 aktualisiert Samba auf die Version 4.13. Stand heute, oder ich glaube, es war Stand gestern, wäre das 4.13.4. Dieses neue Samba-Update, wir updaten von 4.10 auf 4.13, da muss man sich ein paar Release-Notes durchlesen, bringt Verbesserungen im Bereich der Skalierung für größere Umgebungen. Ich habe da ein paar Zahlen genannt, das sind Zahlen, die das Samba-Team nennt in den Release-Notes, also 100.000 User, 100.000 Computer, so als gefühlte Größenordnung. Des Weiteren wechselt Samba auf ein Prefork-Prozessmodell standardmäßig. Das kennt man vom Apache Web Server und dient dazu, den initialen Verbindungsaufbau bei einem RPC-Call schneller vonstatten gehen zu lassen, weil eben nicht erst ein Prozess geforkt werden muss, was relativ teuer ist. Des Weiteren wurde die Replikation, also DRS-Replikation zwischen Samba-DCs sowie die LDAP-Suche effizienter. Im Bereich der Replikation wird dies erreicht durch die Möglichkeit, größer gleich und kleiner gleich Operationen, Vergleichsoperationen zu indizieren, was halt häufig benötigt wird, um diese Versionierungsnummern, USN-Changed, gegeneinander zu vergleichen. Im Bereich der LDAP-Suche ist der Speicherverbrauch deutlich reduziert worden. Auch im Bereich Sicherheit gibt es einige Verbesserungen. Ich habe mal zwei herausgepickt. Das erste, wenn man Twitter ein bisschen verfolgt, ist SMB1 sehr in die Abschussliste geraten, seit mehreren Jahren schon. Und das Samba-Team hat jetzt auch den Schritt getan, SMB1 standardmäßig zu deaktivieren. Der zweite sicherheitsrelevante Punkt ist, dass der Samba Kerberos KDC, also der Key Distribution Center, keine DES-Keys mehr unterstützt, keine Authentifizierung per DES-Key, sondern nur noch per AES-Hash. Im Backend sind da zwar noch Daten drin, das sieht die Microsoft-Datenstruktur so vor, aber das sind Random-Daten und der Kerberos KDC ignoriert sie einfach.
Damit komme ich zu Änderungen, die der Benutzer direkt zu Gesicht bekommen wird. Wie schon im Blog angekündigt, haben wir das überkommene und belastete Wording von Master-Slave umgestellt auf Primary Directory Node, Backup Directory Node und Replica Directory Node. Directory Node, weil alle diese Systeme verzeichnisführend sind. Und dann halt Primary, Backup, Replica als quasi Bezeichnung, was, ob das schreibbar ist. Der Primary ist schreibbar, Backup kann den Primary übernehmen, wie früher auch. Und der Replica übernimmt die Rolle der alten Bezeichnung. In der WebGUI gibt es nicht nur einen neuen Anstrich und ein neues Design, sondern auch neue vereinfachte Möglichkeiten zur Anpassung. Ingo Stoiber hat das vorhin schon demonstriert, vielleicht waren Sie in dem Talk nicht, deswegen gehe ich da mal kurz drauf ein. Es gibt die Möglichkeiten des Theming. UCS wird standardmäßig jetzt ein dunkles und ein helles Theme bereitstellen. Das ist aber auch einfach anpassbar durch ein einzelnes CSS-File, was über alle Web-Interfaces greift. Es gibt des Weiteren die Erweiterung im Portal, eine Folderstruktur erstellen zu können zur Strukturierung und die Möglichkeit, Apps zu embedden. Dazu habe ich mal zwei Screencasts. In dem ersten sehen wir den Portal-Login im Dark-Theme. Im Portal angemeldet, ja, jetzt klickt er gleich auf, sieht der Benutzer die für ihn freigeschalteten Apps und die App wird embedded dargestellt. Über Tabs oben kann man zwischen geöffneten Apps wechseln, ähnlich wie das in der UMC zwischen Modulen möglich ist. Dieser zweite Screenshot zeigt ein Detail, das man eben vielleicht leicht übersehen konnte, nämlich die Strukturierung durch Portalfolder. Hier gibt es einen Ordner Apps und einen Dokumentation, wenn ich das gerade richtig erkennen kann. Und man kann einfach da draufklicken, dann öffnet sich die App-Auswahl in dieser Kategorie und durch Klick auf den Background kommt man wieder zurück. Damit komme ich zu den weiteren Plänen für die UCS5-Serie. Direkt nach dem Release wird der Fokus darauf liegen, erstmal ausstehende Apps zu aktualisieren und zu veröffentlichen. Dann steht auf unserem Wunschzettel, uns den Bereich Printing vorzuknöpfen und dort insbesondere das Treibermanagement zu modernisieren. Ein Stichwort ist hier das Driverless Printing oder auch IPP Everywhere. Für UCS 5.1 haben wir auch schon Pläne. Konkret sehen wir hier die Aktualisierung auf Debian 11, Codename Bullseye, vor. Der Python 2 Support wird dann mit UCS 5.1 entfallen. Und das bedeutet unter dem Strich, dass alle Systeme mindestens dann den Versionsstand UCS 5.0 haben müssen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an Sönke zur Moderation und für weitere Fragen aus dem Publikum.